Ich wachte auf und hatte einen modrigen Geruch in der Nase. Ich wollte mich bewegen, doch war eingeengt von stinkenden Socken, modrigen Pullis und zerrissenen Hosen. Wo bin ich? Ein kleiner Spalt schenkte mir Licht. Ich bündelte all meine Kraft und versuchte, mich aus der Misere zu befreien. An alten Mänteln ziehe ich mich nach oben und zwänge mich aus dem kleinen Spalt nach draußen. Ich falle tief auf den harten Asphalt. Vor Schmerzen kniff ich die Augen zu. Als ich sie wieder öffnete, sah ich meinen Partner in der Pfütze liegen, durchnässt von dem Regen. Ich richte mich auf und eile zu ihm und rief: Hey Django! Direkt stieg mir der Geruch der Gosse gemischt mit Hundefäkalien in die Nase. Django drehte sich langsam zu mir um. Gott sei Dank, er lebt. Brutus, was ist mit uns passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Es scheint so, als wolle uns niemand mehr. Was? Moment, nein. Das kann nicht das Ende sein. Ich denke schon. Man hat uns immer gewarnt. Doch jetzt, wo es eingetroffen ist, fühle ich mich benutzt und hintergangen. Wir waren doch immer gut zu ihnen. Wir hielten sie warm an kalten Tagen. Wir hielten sie trocken an nassen und schützten sie vor allen möglichen Gefahren der Straße. Tja, und trotz alledem sind wir nun hier. Verlassen. Und das an Weihnachten. Was nun? Geben wir uns dem Schicksal hin, welches sie für uns bestimmt haben? Niemals. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ihnen noch einen letzten Besuch abstatten. Was hast du vor? Du willst doch nicht etwa... Es ist doch Weihnachten, Brutus. Und an Weihnachten besucht man auch seine alten Freunde. Und ein Weihnachtsabend ist immer für Überraschungen gut. Was zur Hölle meinst du? Was hast du vor? Komm mit oder verende hier im Elend, aber mit mir kann man sowas nicht machen. Wenn du das vorhast, was ich meine, dann geht das zu weit. Du weißt doch noch, das letzte Mal sind wir nur knapp entkommen. Es geht zu weit, Django. Wir haben uns geschworen, so etwas nie wieder zu tun. Schau dich doch mal an. Du stehst hier im Regen, dein Leder total durchlöchert. Ich stinke nach nassem Hund. Und unsere Sohlen lösen sich. Nur unsere Schnürsenkel sind einigermaßen intakt. Wenn sie uns richtig behandelt hätten, dann wären wir jetzt immer noch zwei prächtige Stiefel. So wird uns keiner mehr. Wir haben keine andere Wahl. Django, wir haben uns geschworen, es nie wieder zu tun. Das ist mir egal. Du denkst zu viel. Wenn es nach mir geht, sind wir spät dran. Das Weihnachtsessen beginnt in 2 Stunden. Django läuft zielgerichtet in die Ferne. Ich versuche vergeblich, ihn noch einmal aufzuhalten. Ich hinke ihm hinterher. Eine ganze Weile lief ich ein paar Schuhlängen hinter Django her. Ich wollte noch einen Streit vermeiden. Doch Gedanken rasten durch meinen Kopf. Ich habe so vieles mit ihm zusammen erlebt und konnte immer auf ihn zählen. Wir sind schon zu lange Partner. Und trotzdem war ich nie mit all seinen Entscheidungen einverstanden. Aber schlussendlich habe ich nie widersprochen und immer meine Treue bewiesen. Ist es nun an der Zeit, meinen eigenen Weg zu beschreiten? Kann ich zulassen, was geschehen soll? Will ich dabei sein? Ich könnte hier und jetzt alles beenden, indem ich ihn einfach verlasse und eine andere Richtung einschlage. Er würde klarkommen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Er war schon immer der Stärkere von uns beiden. Doch bin ich imstande, meine letzten Monate alleine zu bewältigen? Kann ich noch einmal von vorne anfangen? Wie soll das gehen? Ich bin zu alt und zu kaputt. Keiner will mich mehr haben. Ich hab doch nur Django. Django. Mein Partner, mein Freund, uns verbindet so vieles. Gute Geschichten wie auch schlechte. Aber das Wichtigste ist, er war immer an meiner Seite und wir haben alles gemeinsam durchgestanden. Auf ihn ist einfach immer Verlass. Gott, wie konnte ich nur an ihm zweifeln? Ich beschleunigte meinen Schritt, bis wir auf derselben Höhe liefen. Einige Minuten schlenderten wir schweigend nebeneinander.
nebeneinander her, bis er die Stille durchbrach. Ich bin froh, dass du dabei bist. Ohne dich könnte ich das nicht machen. Aber glaube mir, es wird alles gut werden. Ich erwiderte nichts. Stillschweigend schreiteten wir unseren Weg fort. Bald darauf konnte ich auch schon unser Ziel erkennen. Pah, diese heuchlerische Winterheit. Weihnachtsdekoration. Und Aufregung und Wut machte sich in mir breit. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber wie sah unser Plan eigentlich aus? Hatte Django einen Plan? Am Haus angekommen, folgte ich Django auf das Fenster 6. Wir verfolgten einige Zeit lang die Vorgänge im Haus. Die Familie, unsere Familie, die vor der Weihnachtsbaum saß und genüsslich Eierpunsch trank. Die Weihnachtslieder, die sie sangen, die Idylle, die sie einem weismachen wollten. Alles gelogen, alles falsch. Django sah mich an und bemerkte wohl den Kampf, den ich innerlich mit mir führte, damit ich nicht laut losbrülle, und meinte: Bereit? Ich war bereit. Django sah die Bereitschaft in meinen Augen. Wir sahen, wie die Mutter breit lächelnd das Zimmer Richtung Küche verließ. Django und ich schauten uns an und wussten: jetzt oder nie. Durch den Hintereingang gelangten wir ins Haus und steuerten direkt auf die Küche zu. Da stand sie, mischte den Teig für die Plätzchen und summte mit einer Heiterkeit in der Stimme: Stille Nacht, heilige Nacht. Schau sie an, wie sie unser Elend feiern. Sie soll in der Hölle schmoren. Die Zeit war gekommen. Ehe ich mich versah, vereinten wir unsere intakten Schnürsenkel und schleichten uns zielstrebig an unser Opfer heran. Ab da ging alles sehr schnell. Wir sprangen mit all unserer verbliebenen Kraft und schlangen unsere Schnürsenkel um ihren Hals. Erschrocken ließ sie ihre Schüssel fallen und schrie zugleich um Hilfe. Wir strangulierten sie dadurch nur noch fester. Wir nahmen die zu Hilfe eilenden Schritte ihres Mannes und Kindes wahr. In der Küche angekommen, erstarrten beide vor dem schrecklichen Anblick der Szenerie. Geschwächt fiel die Mutter zu Boden und blieb reglos liegen. Weinend schnitt der Vater mit einer Schere die Schnürsenkel an ihrem Hals durch. Doch es war zu spät. Unser Werk war vollbracht. In tiefer Trauer und unter Schock warf uns der Vater erneut in den Müll. Erschöpft fielen Django und ich in einen tiefen Schlaf. Durch Motorengeräusche erwachten wir am nächsten Morgen. Wir fanden uns in einem Container mit verdorbenen Essensresten, Müll und unseresgleichen wieder. Mit einer äußerst zufriedenen Stimme meint Django: Hast du jemals einen so schönen Sonnenaufgang gesehen?